Endlich ist er da, der beliebteste BMW, der Österreicher BMW X1 in der neuen Generation. Ich bin der Adin und zeige euch das Auto. Den X1 gibt es in drei Varianten: Basis, X-Line und M-Sportpaket. Wir haben da die M-Sportpaket-Variante mit den wunderschönen schwarzen Nieren und die LED-Scheinwerfer in der neuen Generation. Somit schaut das Auto wirklich optisch sehr sportlich aus. Kommen wir kurz zu den Motorvarianten. Diesel und Benzin haben wir natürlich normal vorhanden. Zwei Plug-in-Hybride zusätzlich bekommen, einmal mit den 326 PS und 245 PS. Beide Modelle sollten ca. um die 80 km rein Elektro fahren. Und zusätzlich haben wir den iX1 mit 313 PS und 440 km. Die Seitenansicht haben wir natürlich unsere neue Griffvariante mit der Mulde. Hofmeisterknick darf bei einem kleinen BMW führen. Und gegen Aufpreis hätte man natürlich 20 Zoll in der Variante auch möglich. In der Heckansicht sind natürlich die LED-Scheinwerfer geschwungen und in der 3D-Optik. Und unten natürlich der Heckdiffuser. Warum er so beliebt ist, sieht man natürlich beim Platz. Sitzkohl natürlich umlegen, einen doppelten Boden habe ich natürlich auch. Optional kann ich natürlich die Anhängerkupplung nachrüsten und eine Dachbox natürlich auch. Im Innenraum sieht man natürlich das M-Sportlenkrad, bin dicker geworden und die ganzen Assistenzsachen auf der linken Seite, rechts über Multimedia, ist ganz normal vorhanden. Das Highlight ist natürlich das Curved-Display, Informationsdisplay sowie natürlich die Navigation. Das waren natürlich nur wenige der Highlights vom BMW X1. Kommt gerne vorbei in einer der Unterberger Filialen zum Probefahren und natürlich zum Besichtigen.